ihr seid zurück. Seht, Abt Ilvel ist wach und fühlt sich besser. Ist sie das, Gödein? Ihr habt viele Leben gerettet, meine Freundin. Kommt, sprecht mit mir. Der junge Gödein hat mir von eurer Mission für den Fürsten des Schicksals erzählt. Ein seltsamer und gefährlicher Verbündeter. Doch ich danke euch für die Rettung der Nekropole. Wir schulden euch unser Leben. Was ist in den Katakomben geschehen? Habt ihr den Betrüger gefunden, der sich Prälat Faram nannte? Interessant. Ich weiß, dass Briodurdrin sich mit Daedra abgab, aber in den Chroniken wird Periite nicht erwähnt. Doch ich sehe schon, dass ihr den Rest des Relikts geborgen habt. Ich habe keine Ahnung, was sie meinen, damit tun zu können, oder ob es überhaupt noch wirkt. Oh, ihr behaltet es natürlich. Gödein sagte, das Schicksal habe euch zu uns geführt. Ich kann nur vermuten, es war wegen des Fulcrum Obscura. Es muss eine Rolle in jenen Prüfungen spielen, denen ihr euch stellen müsst, um Nirn zu retten. Ja, mein junges Mündel hat mir alles erzählt. Das macht es immer so. Nur eines noch. Ich bin in keiner Verfassung, um euch bei der Bergung des Relikts zu helfen. Keiner der Hüter ist das. Nun, mit Ausnahme von Gödein. Ich werde unseren jungen Vikar mit euch schicken. Sucht diese Schurken auf, vereitelt ihren Plan und bergt das Fulcrum Obscura. Gödein, geht mit dieser Abenteurerin. Bergt den gestohlenen Teil des Fulcrum Obscura. Ihr müsst ohnehin mehr von der Welt sehen. Gehen? Aber... Ja, Abt, ich werde es tun. Ich habe mich nie weit von Nekrom entfernt. Ich habe die Telvanni-Halbinsel nur einmal verlassen. Es war eine Reise mit Abt Ilvel nach Gramfeste. Doch der Abt hat mir eine Mission aufgetragen und ich werde sie abschließen. Sagt mir nur, was ich tun soll und ich folge eurem Beispiel. Die Buchbinderei von Nekrom? Ich dachte, man hätte sie aufgegeben. Natürlich treffe ich euch dort. Oh, und der Abt hat mir erlaubt, euch dies zu geben. Für die Enttarnung von Fäulniskrone und die Rettung der Nekropole. Sie kamen mit einem Teil des Relikts davon, doch das holen wir uns zurück. Eure Arbeit hier ist getan, Entsandte. Aber wir... Dieser Dunkelelf trägt ebenfalls das Mal des Schicksals. Ich werde gleich mit euch sprechen, Vikar. Wir haben die Schicksalsfäden untersucht und viel erfahren. Kehrt zur Buchbinderei von Nekrom zurück und wir besprechen unsere nächsten Schritte. Sprechen? Mit mir? Ich? Natürlich. Wir sehen uns bald, meine Freundin. Von Nekrom. Ihr kümmert euch um die Archive der Leichen? So hat es noch nie jemand bezeichnet. Aber ja, das tue ich. Möchtet ihr eine Führung durch die Katakomben? Vielleicht. Später. Hermaeus Moras Entsandte ist zurück. Ah, natürlich. Ich bin mir sicher, ihr beiden habt viel zu besprechen.
3 Aufgaben standen euch bevor, Entsandte. Und nun wurden Vermina, Perigite und Meisterin Shireni als unsere Feinde offenbart. Ich habe mit Vikar Gardain gesprochen. Ich finde ihn faszinierend. Was habt ihr in der Abtei von Necrom gefunden? Dann ist es genauso, wie Gardain es mir erzählte. Das Fulcrum Obscura. Die verborgene Sippe trägt ihren Namen zurecht. Doch soweit ich weiß, habt ihr sie davon abgehalten, mit dem vollständigen Relikt zu entkommen. Zur nächsten Frage. Was ist geschehen, nachdem wir uns in Terrendus getrennt hatten? Schwarzbücher dienen als Tore nach Apokrypha. Eine Meisterin wie Shireni Baro hat wahrscheinlich andere Wege, um Hermaeus Moras Domäne zu erreichen. Warum ist genau dieses Buch dann so wichtig für sie? Was habt ihr in Alavelis gefunden? Unbemerkt in Apokrypha eindringen und in das Hauptregister des Meisters dieser Ebene einbrechen? Unsere Feinde sind wagemutig und wacker, wie es scheint. 3 unterschiedliche Orte und 3 unterschiedliche Intrigen. Sie sind bestimmt miteinander verbunden. Aber wie? Was versuchen Moras Feinde zu erreichen? Ah, ich glaube, ich verstehe. Das Relikt muss der Schlüssel sein. Das Geheimnis, das Verminas Schergen in Apokrypha suchten, ist der Fundort des Traums. Und das Schwarzbuch wird für den geplanten Ritus benötigt. Schlau. Jemand hat sie dazu angestiftet. Aber wer? Ah, ja. Torvesart. Gut gemacht, Entsandte. Jetzt haben wir einen Namen für die Spinne in der Mitte des Netzes. Schlüssel, Ritus und Traum. Das sind die Fäden, die wir entwirren müssen, um das wahre Ziel unserer Feinde aufzudecken. Nehmt dies, mit dem Dank von Hermaeus Mora. Ich habe mich mit Vikar Gardain unterhalten. Ich finde ihn interessant. Doch jetzt müssen wir zu den anstehenden Angelegenheiten zurückkehren. Das Schicksal 2 Welten hängt davon ab, was wir als nächstes tun, Entsandte. Sollen wir fortfahren? Zugegebenermaßen sind mir die Einzelheiten des Plans noch unklar. Sie glauben eindeutig, dass das Relikt, das Fulcrum Obscura und der Ritus entscheidend sind, um sich an den Traum zu erinnern, den sie suchen. Um sie aufzuhalten, müssen wir mehr über den Traum und das Geheimnis erfahren, das in ihm steckt. Wir gehen nach Apokrypha. Die Stapel der Chiffrenhalde stellen eine der umfangreichsten Sammlungen von Folianten und Abhandlungen in allen bekannten Ebenen dar. Wenn es Antworten auf unsere Fragen gibt, werden wir sie dort finden. Werdet ihr mir weiter bei diesem Unterfangen helfen? Das Portal im Raum die Treppe hinunter ist mit der endlosen Bibliothek in Apokrypha verbunden. Sobald ihr dort seid, geht nach Nordwesten und trefft mich in der Chiffrenhalde. Unsere Forschung beginnt dort. Da Vikar Gardain so großen Wert auf die Bergung des Relikts legt, wird er uns begleiten. Wo sollte man Portale ins Reich des Vergessens besser verstecken als in einer verfallenen Buchbinderei? Dies ist nur eines der vielen Studierzimmer, die ich in Tamriel nutze. Ich habe sogar eine Stätte in Apokrypha, von der aus ich meine Forschungen durchführe. In der Chiffrenhalde, um genau zu sein. Die Chiffren des Auges haben diese Stätte als eine Art Hauptquartier eingerichtet. Diese Sterblichen sind auf Einladung von Hermaeus Mora in Apokrypha. Sie unterhalten und studieren die vielen Bibliotheken der Ebene. Es ist sowohl eine Zuflucht als auch ein Ort des Lernens. Hermaeus Mora hat euch ausgewählt, um die Wirklichkeit vor einer Bedrohung zu bewahren, die er vorhergesehen hat. Eure Fähigkeit, Schicksale zu ändern, gewährt euch eine entscheidende Bedeutung für das kommende Ringen. Wir haben erfahren, dass Vermina und Perigite ein Geheimnis suchen, das sowohl Apokrypha als auch Nirn zu vernichten droht.
Vermina, die dädrische Fürstin der Träume, und Periite, der dädrische Fürst der Pestilenz. Sie haben ihre Streitigkeiten beigelegt, um Hermaeus Mora, den Fürsten des Schicksals, herauszufordern. Sie verfolgen ein Geheimnis, von dem sie glauben, dass es mit jenem Vergehen verbunden ist, das Mora wohl begangen hat. Weil Hermaeus Mora vorhergesehen hat, dass sich bei der Offenbarung dieses Geheimnisses die Wirklichkeit selbst auflösen wird. Was nicht nur die Ebene des Schicksals, sondern auch unsere Welt vernichten würde. Das wäre bedauerlich. Das alles scheint mit Torvesarts verlorenem Traum zu tun zu haben. Torvesart ist ein Dremora ohne Clan. Er scheint der Dreh- und Angelpunkt zu sein, der das Bündnis zwischen Vermina und Periite ausgehandelt hat. Und das nur, weil er glaubt, es ginge in seinem verlorenen Traum um ein Unrecht, das der Wissende ihnen angetan hat. Nicht genug. Dralys könnte zu ihnen zählen. Genau wie die Arkanisten, die an seiner Seite kämpften, als ihr sie besiegtet. Es sind dädrische Kultisten, die mit einem rivalisierenden Fürsten verbündet sind. Ihr Zusammenwirken steht in unmittelbarer Verbindung mit jener Bedrohung, die Mora vorhergesehen hat. Die Auflösung der Wirklichkeit nannte Hermaeus Mora es. Alles nur deshalb, weil Vermina, Periite und Torvesart versuchen, einen Traum zu finden, an den sich nur noch in Apokrypha erinnert wird. Wir müssen herausfinden, warum. Hoffentlich wird das in der Schiffrenhalde eingelagerte Wissen unserer Untersuchung helfen. Vikar Gadain, seid ihr euch sicher, dass ihr uns begleiten wollt? Auf jeden Fall. Ich bin für das Relikt zuständig. Lasst mich nur das Nötigste packen. Ich komme gleich wieder. Das Schicksal bietet die Hilfe, die wir brauchen. Wir treffen uns in der Schiffrenhalde. Ebene im Reich des Vergessens. Zu Lebzeiten war ich hier oft. Ich muss jemanden finden, der der Sache nachgeht. Aber wen? Eine Katastrophe, eine Katastrophe! Wir verlieren Jahrhunderte an Arbeit! Vorsicht, Fremde! In der Bogentränke lauert der Wahnsinn. Die meisten anderen Chiffren sind verloren. Der Marasmus hat sie geholt. Und die Dädra der Tränke haben sich gegen die wenigen von uns gewandt, die noch bei Sinn sind. Sie haben Sterbliche getötet, die hier seit Jahrzehnten gearbeitet haben. Die Bogentränke ist ein Skriptorium. Hier binden die Dädra des Großen Auges Geheimnisse in Folianten. Chiffren wie ich helfen bei dieser heiligen Aufgabe, indem wir das Material vorbereiten. Tinte, leere Seiten, Bindungen. Aber die neuen Schriftrollen, die Chiffre Sabinius in die Tränke gebracht hat,
sind verderbt. Die Schriftrollen strahlen eine Aura aus, die wahnsinnig macht. Sabinius hat mehrere von ihnen in der Tränke versteckt. Wir müssen sie zerstören und dafür sorgen, dass Sabinius nicht noch weitere hat. Wenn ich dorthin zurückkehre, werde ich dem Marasmus anheimfallen. Aber Außenseiter wie ihr sollten dem widerstehen können. Könnt ihr mir helfen? Ihr findet die verderbten Schriftrollen versteckt in der Bogentränke. Sabinius ist dort ebenfalls. Wir können ihm keine Schriftrollen überlassen. Weder leer noch verderbt. Und hütet euch vor Chiffre Gelon. Er ist ein schlauer Alchemist. Aber ich sah, wie der Marasmus Besitz von ihm ergriff. Er ist gefährlich. Viele Sterbliche finden den Weg nach Apokrypha, aber nur wenige finden je wieder den Weg zurück. Die Geheimnisse und das Wissen des großen Auges erfüllen ihren Geist und verdrängen alles, was uns zu uns selbst macht. Wir nennen das den Marasmus. Und jene, von denen er Besitz ergreift, die Marantischen. Ja. Die Geheimnisse, die sie in ihren Geist aufnehmen, verändern sie. Ihre Körper verformen sich ebenfalls entsprechend. Sie werden zu verzerrten Abbildern ihrer selbst. Die meisten Marantischen sind lautlos unterwegs, verloren in ihren eigenen Wahnvorstellungen. Aber einige können jederzeit unprovoziert in Gewalt ausbrechen. Wir sind Sterbliche, die sich das Privileg erarbeitet haben, Hermaeus Mora in Apokrypha dienen zu dürfen. Wir widmen unser Leben der Pflege seiner großen Bibliothek. Alle Dinge, die in Nirn und im Reich des Vergessens bekannt sind, finden sich irgendwo in diesen Regalen. Wir unterstützen die dädrischen Diener von Hermaeus Mora bei der Erschaffung von Büchern, denen Geheimnisse innewohnen. Die Sucher verfassen die Texte. Sterbliche helfen, das Material vorzubereiten. Manchmal wird nach Jahrzehnten einem Sterblichen gestattet, als Kopist im Skriptorium selbst zu arbeiten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass das sein Plan ist. Eine Chiffre würde niemals das große Auge hintergehen. Und Sabinius hat niemals Anzeichen von Wahnsinn oder gefährlichen Ambitionen gezeigt. Entweder hat er einen furchtbaren Fehler begangen, oder jemand anderes hat ihn angestiftet. Viele der Bücher, die ihr in Apokrypha seht, sind Echos von Büchern, die anderswo existieren. Aber Skriptorien wie die Bogentränke sind der Ort, an dem die dädrischen Diener des großen Auges, für gewöhnlich Sucher, verbotene Dinge niederschreiben. Schwarzbücher beispielsweise. Ja, jedes von ihnen enthält ein Geheimnis, mit dem Hermaeus Mora Sterbliche verführen oder auf die Probe stellen möchte. So wie ein Portal nach Apokrypha. Jene, die ein Schwarzbuch studieren, lernen etwas, das kaum sonst jemand weiß. Und sie erhalten Zutritt zur Domäne des großen Auges. Geschrieben? Nein, diese Aufgabe ist den Suchern vorbehalten. Sterbliche Schriftgelehrte in der Tränke bereiten nur das Material vor. Seltene Tinte, besonderes Pergament und Leder, alchemistischer Leim. Ich habe Jahre damit verbracht, die Tinte für eine einzelne Seite eines Buches herzustellen, das ich niemals lesen werde.
Das war's. Seid ihr verletzt? Thank you.
fürchtete, die Lauerer hätten euch erwischt. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Sagt mir, habt ihr die verderbten Schriftrollen zerstört? Und habt ihr Chiffre Sabinius gefunden? Ich kann es nicht glauben, dass eine Chiffre sich freiwillig an einem Plan beteiligt, das Werk der Bogentränke zu vernichten. Ich muss sie untersuchen und herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, die Wirkung rückgängig zu machen. Die Marantischen sind auf ewig verloren. Aber jetzt, da die verderbten Schriftrollen zerstört sind, werden sie vielleicht weniger aggressiv. Die Dedra ebenfalls. Danke. Bitte, nehmt diese Belohnung. Ich glaube, ich warte noch eine Weile, bis ich wieder da hineingehe. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, bis die Dedra und die Marantischen der Bogentränke sich von dem Wahnsinn dieser verderbten Schriftrollen erholt haben. Oder zumindest beruhigt. Der erste Diener? Ich dachte, er sei nur eine Legende. Eine dieser Geschichten, die Apokryphas Chiffren einander hin und wieder erzählen. Aber wenn es ihn wirklich gibt, könnten ihn seine Ambitionen dazu verleiten, eine desillusionierte Chiffre in der Bogentränke aufzusuchen. Beispielsweise Sabinius. Ein Sterblicher, der zu der Zeit lebte, in der Drachen als Götter verehrt wurden. Oder so sagt man zumindest. Hermeus Mora öffnete dem ersten Diener Apokrypha. Und seitdem ist er hier. Seitdem schmiedet er Pläne und seitdem sammelt er Macht. Sabinius ist ihm wohl ins Netz gegangen. Nichts. Der erste Diener hat sich an der Bogentränke vergriffen und es sich damit mit dem großen Auge verscherzt. Wenn Hermeus Mora noch etwas mit dem ersten Diener vorhat, wird er ihn verschonen. Ansonsten wird er ihn vernichten. Das liegt nicht in unseren Händen. Vorausgesetzt, die Dinge in Bogentränke normalisieren sich wieder, werde ich wieder das Material zusammenstellen, das die dädrischen Schriftgelehrten des Großen Auges benötigen. Und eines Tages werde ich vielleicht für die ultimative Ehre auserwählt. Als Kopistin oder Illustratorin im Skriptorium selbst zu arbeiten. Nur eine Handvoll Sterblicher wird je auserkoren. Für die verbotenen Folianten des Großen Auges Feder zu Pergament zu bringen. Vielleicht kann ich ja sogar einen Blick auf ein Schwarzbuch erhaschen. Gefährlich? In den falschen Händen vielleicht. Aber jedes Schwarzbuch ist ein Geheimnis, das Hermeus Mora als Geschenk an die Sterblichen erwählt hat. Ein Werkzeug, das man verwenden kann, um große Veränderungen herbeizuführen. Der Fürst des Wissens hat präzise Pläne für jedes Buch, das er von seinen Suchern erstellen lässt.